Hallo und herzlich willkommen zu Part Nummer 30. Wir sind nicht stehen geblieben, haben Klaus und Antonia besiegt und machen uns nun auf den Weg in Schleide hinein. Und wir sind da. Finde ich allerdings sehr geil. Hier Kampfarena und so. Warte, hier oben war glaube ich ein Item. Ja, hier oben war ein Item. Das nennt sich Sternstück. Gut. So, das, was wir in diesem Part machen werden, wir fangen uns ein neues Teammitglied. Wir werden es zwar in der nächsten Arena null gebrauchen können, aber wir brauchen es definitiv irgendwie so irgendwo mal. Und deswegen fangen wir es uns auch. So, ja, ist gut, ganz ruhig, ja, So, wir sind geheilt und machen uns auf den Weg, um ein neues Teammitglied zu fangen. Aufs Fahrrad, hallo, aufs Fahrrad, so, und los geht's. Da rein. Hier raus. Wir holen uns erstmal diesen Kampf ab. Da, hinter dir. Okay, hinter mir ist ein Wald. Drei Pokémon Typ Psycho. Klingblim. Okay. Psycho. Los, Darkface. Ich tendiere dazu, diese Attacke einzusetzen. Dürfte ein One-Hit werden, müsste es eigentlich auch. Wow. Okay, ich habe mal wieder daneben gelegen und es wurde kein One-Hit. Was ich ziemlich schade finde. Aber egal. Dunkelklaue. So. Als nächstes kommt ein Kirlia, das werden wir auch damagen. La 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 Dunkelklaue, Dunkelklaue, bam! Und komm schon, bitte ihren One-Hit, weil ich stärke. Wow! Ah, okay, Critical Hit, natürlich. Ja, wenn's Quell nicht quitte, dann kann's nur so sein, aber. 810 heißt Level 30 für Duckface. Psycho-Arena als nächstes Driftler, nein, das kriegen wir auch hin. No problemo! Und. Ach, das sind nur ein Driftler. Ich habe jetzt gedacht, ah, okay, ja, Drift Zeppelin ist ja die Entwicklung. Das ist der Ballon und das andere ist der Zeppelin. Ha, ha, ah, sind die lustig. Oh, Gegenstoß. Macht mehr Schaden, wenn der Gegner Schaden bekommen hat, aber doch nicht so viel Schaden, dass es reicht. Auf jeden Fall, wahrscheinlich kassieren wir jetzt auch noch einen Finalschlag, aber den nehmen wir jetzt einfach mal in Kauf. Oder? Oh, kein Finalschlag. Na dann. Wenn es nur sein soll, soll es sein. Also sie wollte mich mit... Ey, da hinten, Wengsing. Okay, nice. Wir gehen hier rein. Hier gibt es ein nettes Item, das nennt sich... Schaufler. So, der Typ erzählt uns nichts Neues. Ja, ja. Ja, ja. Ja, also hier ist es so... Für jedes Inkognito, das ihr fangt, wird die Höhle hier ein Stückchen größer. Und wenn ihr alle Inkognitos habt, dann passiert irgendwas, glaube ich. Achso, ja, wenn ihr alle Inkognitos habt, die man hier fangen kann, bekommt man am Ende dort drin Inkognito Fragezeichen und Ausrufezeichen, glaube ich. Irgendwie sowas war da dran. Wow! Direkt das erste Pokémon, das wir treffen, ist das neue Teammitglied. Und ich versuche jetzt mal anzugreifen und hoffe einfach, dass es nicht Brüller einsetzt. Guter Schaden, noch einmal. Das kann's nicht sein. Ja, Leute, so sah das in meinem Test öfter aus. Oh Mann, ey, das kann's nicht sein. Wow, Rihorn, nice. Ja, also ich glaube, ich werde es so machen. Ich werde jetzt diesen Kampf beenden, werde offscreen nach einem Hundnutzer suchen, bis ich es gefangen habe, weil es mit dem Brüller kann auch ziemlich lange so gehen. Das heißt, wir sehen uns gleich. Bis gleich. So, da sind wir auch wieder. Wir haben es mit genau 1 KP geschafft, dieses Hundesterbe zu fangen. Was ich sehr nice fand und oder finde. Und ja. Und jetzt ist die Frage. Wie nennen wir es?
wir nennen es, wie nennen wir es denn, wie nennen wir es denn, wie nennen wir es denn? Wobei, ich fand, da stand ja eben so, was ist das Pokémon hier, so Blume, Krokodil oder sowas. Ich fand das eigentlich ganz passend, was da stand. Wir nennen es Hades. Auch aus dem Grund, weil mir gerade nicht sein fällt. So, dann schauen wir mal, was Hades uns so bieten kann. Robust, neutrales Typ, okay. Feuerfänge, auch ganz gut. So, und jetzt wird erstmal geheilt. Einmal. Zweimal. Und dreimal. So. Unser Team ist fast komplett. Immerhin auch nur fast. Es wird nie ganz komplett sein. Bis vor der Pokémon-Liga, bis ihr das sechste Teammitglied bestimmt habt. Aber sonst ist es eigentlich an sich mit diesen fünf Pokémon komplett. Ja, scheint so. Nebenbei mal so erwähnt. Oh, ein Spielefedor. Mit einem Goldeni, 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 Goldeni. Dogface. Dogface setzt ein formale Duke-Klaue ein. Und natürlich ist eine Goldeni nicht langsamer als eine Duckface. Aber unsere Dunkelklaue dürfte eigentlich ein bisschen Schaden machen. Deswegen hoffe ich einfach mal. Oder auch nicht. Das ist ja das sein. Treffschläge. Ich finde die Attacke irgendwie lame, weil die macht kaum Schaden. Keine Ahnung. Was ist da der Sinn der Attacke? Oh, Konfusion macht mehr Schaden. Wir bleiben bei Konfusion. So, Konfusion. Oh, nein, Hammer, na, Kampan, Kampan. Das kann doch nicht sein, ey. Wow. Wieso ist Treffschläger auf einmal so stark gewesen? Das war grad nice. Auf jeden Fall, ich spiele Fedor besiegt. So, dann müssen wir uns mal wieder heilen. Und diesmal nehmen wir einen netten Hypertrank. Unser Duckface braucht nur noch zwei Level, bis er sich entwickelt. Und dann ist der nächste Weg die Arena. So, Topschutz gefunden. Gefällt mir. Und wir gehen, bevor wir den nächsten machen, mal hier hoch und dann da lang. Und dann hier und dann da und dann da. Und nein, ja, der Luftschacht. Ja, ja, okay. Da, nein, da und dann da und dann da. Dann haben wir diesen Felsen zertrümmert. Und gehen dann nach da und haben hier einen Pokéball. Magmaisierer, nice. Können wir leider in diesem Let's Play nicht gebrauchen, aber hey. Gut, hier ist kein Trainer, aber da oben ist einer und den nehmen wir auch. Ein Ruinmaniak. Aha, ein Trainer. Ich fordere dich heraus, mit den von mir gefundenen Pokémon zu kämpfen. Okay. Hätte auch einer fragen können und dann hätte es auch gemacht. Er hat ein Bronzel. So, dann gucken wir mal, was ein Schaden dieser Attacke hier macht. Normale Effektivität und zieht sehr wenig ab. Und wir haben ein verwirrtes Enton. Nicht nur, dass es Kopfschmerzen hat, jetzt ist es auch noch verwirrt. Dann setzen wir halt Aquarell ein. Also ich finde Psycho-Stahl eigentlich eine richtig geile Mischung. Hat eigentlich nur Feuer als Schwäche, soweit ich mich erinnere. Oder ich weiß nicht, ist Stahl gegen Eis schwach? Vielleicht auch noch Eis, kann auch sein, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass es Feuer als Schwäche hat. Und Lichtattacken, keine normale Resistenz wegen Stahl. Natürlich. Und Geistattacken, genau nur so wegen Stahl, nur normale Schwäche. Naja, aber trotzdem hat dieses Pokémon einfach schlechte Werte, wie ich finde. Vielleicht auch ein Grund, warum Team Galactic das oft hat. Also später dann, irgendwann so nebenbei mal so erwähnt. So, ja bitte. Ist okay. Ist okay. Alles ist gut. Super, noch nicht mehr verwirrt. Und das war's dann auch mit Bronzel. Als nächstes ein Cognodon von Otto. Überbrückung. Keine Ahnung, was die macht. Juckt mich auch nicht, weil das wird ein... müsste ein One-Hit werden. Theoretisch.
Theoretisch. Und auch praktisch. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Wie viel kriegen wir? 500 ist ja gar nichts. Egal, Otto wurde besiegt. Ja, Bronzel ist hier nicht bekannt. Cogno, dann verstehe ich ja, Bronzel. So. Oh, den habe ich gar nicht gewusst. Ja, ich wollte eigentlich schon mal zurücklaufen, da runtergehen, aber egal. Okay, dann kämpfen wir gegen dich auch noch. Vielleicht schaffen wir noch diesen Part einen Enteron zu bekommen. Wenn nicht, mache ich schnell auf für einen Enteron und wir sehen uns im nächsten Part in der Arena. Ja, hier nochmal eine Aquavelle. Dürfte gewonnen werden. Aber Cogno dann auch so, also auch bei Schilderos. Wobei Schilderos eine höhere Verteidigung oder eine höhere Spezialverteidigung hat und das sehen wir hier. Und jetzt erhöht es seine Verteidigung. Aber wir greifen natürlich speziell an, das heißt, diese Verteidigung bringt dir nichts. So, und Level 32. Ich glaube, das könnte echt noch werden zu der Entwicklung. Das wäre sehr nice, wäre sehr, 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 sehr nice. So, als nächstes nehmen wir noch den hier. Hallo. Ach, ein wildes Pokémon. Und es ist ein Hundester, natürlich. Aber wisst ihr, was wir jetzt mit diesem Hundester machen werden? Wisst ihr es? Ich weiß es nämlich. Wir töten es. Wir brauchen es nicht. Wir haben ja schon eins. Zwar mit einem, finde ich, ganz blöden Wesen, aber ich meine, hey, es gibt Schlimmeres. So, haben wir ein bisschen Erfahrung bekommen und du, ja, hallo hier. Ja, um sein Lieblings-Pokémon zu finden, sucht er in allen Himmelsrichtungen. Und er hat nur eins. Ein Porygon. Ich glaube, Psychostein? Kann es sein? Wir testen einfach mal die Lokerklaue. Hat keine Wirkung? Ja. Wieso hat das jetzt keine Wirkung? Dann setzen wir halt mal das ein. Natürlich. Wie soll es auch anders sein? Dieses Porygon macht uns gerade richtig fertig. Nicht geil, nicht geil, definitiv nicht geil. So, das war's dann auch damit. Oh Mann, ey, das ist nicht sehr geil. Weil wieder Dunkelklaue keine Wirkung. Das ist jetzt echt gerade etwas verwirrend. Was zieht Aquavelle? Hat auch eine normale Effektivität. Was hat Porygon für ein Typ? Ich will gerade, ich habe irgendwie die ganze Zeit eine Erinnerung gehabt, dass das irgendwie, das ist doch Psycho, weil dann müsste dieser Psycho normal sein, wenn Geisterattacken nicht effektiv sind. Ich erkundige mich einfach nach dem Part mal. Ja, wie lange sind wir denn noch verwirrt, ey, das kann's doch nicht sein. Auf jeden Fall war es das jetzt mit Porygon. Hat ja lang genug gedauert. Und nur 700, nicht gut. Wie es scheint, wird es in diesem Part doch nichts mehr mit Enteron. Okay, hier ist nichts. Sehr lame. Den haben wir schon, aber den haben wir noch nicht. Hallo, 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 Fettsack. Genau. So, wie bitte? Du sagst, du besitzt einen Pokédex, einen echten? Nein, also ich habe mir den selbst entwickelt, so nebenbei mal, weil... Oh. Ja, ich glaube, dieser Part wird leicht überzogen und vielleicht kriegen wir doch die Entwicklung noch drauf. Konfusion. Sehr effektiv, dürfte gewonnen werden. Nice. Wow, also ich glaube, wenn es so weitergeht, dann ist
Definitiv eine Entwicklung drin und Tangela, ne, da wechsle ich lieber aus, das ist mir zu unsicher. Tangela hat Pflanzenattacken drauf, das ist mir zu unsicher. Ne, 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 ne. Wenn er wenigstens ein Tangelos hätte, wäre es cool, aber Tangela, naja, was soll's. So, als nächstes Tropius. Ja, da muss ich dann auch hier bleiben. Das ist jetzt scheiße. Jetzt hat einmal einer so viele Pokémon, die auch richtig geile Erfahrung geben und dann sowas. Das ist natürlich richtig lame, aber egal. Ich fand den Smaragd, Rubin, Saphir und Tropius immer richtig geil. Vor allem so ein Flug-Pokémon, so ein Pflanzen-Pokémon, das kann fliegen. Pflanzen-Pokémon kann fliegen. Das ist einfach das Genialste. Aber ich erzähle, ich habe bestimmt nichts Neues damit. So, als nächstes Venuflibis. Er hat da auch mal Pokémon, gegen die ich mit meinem Pokémon, mit meinem Enton kämpfen kann. Ich wollte eigentlich meinen Enton hochleveln, aber wenn er die ganze Zeit zu Pflanzen-Pokémon hat, dann kann ich nichts machen. Mann, ey. Enton wäre jetzt schon längst auf Level 33, ey. Das ist richtig lame, richtig behindert und lame und ah! Lol, Roffel XD, Mann, aufregen! Jetzt schaffen wir das nie und nimmer auf Level 33. Das muss ich echt offscreen machen. Das ist ja richtig bekloppt. Mann, ey. Mann, 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 Mann. Da rege ich mich voll auf bei sowas. Süße. Und ein Janma. Janma, natürlich, da muss ich jetzt wieder wechseln und boah, junge Leute, ich muss offscreen leveln und im nächsten Part seht ihr dann ein Enton. Naja, Leute, das war's dann aber auch schon für diesen Part. Wir sehen uns das nächste Mal. Euer KOH.